RSH. Also ich muss sagen, eigentlich ist mir in dieser wunderbaren Scheune gar nicht so sehr danach, jetzt groß zu schnacken. Ich würde einfach gerne mal die Klappe halten. Es ist jetzt 3 Minuten vor 11:30 und ich habe gerade so ein leichtes Breihirn. Hier wabert es so. Ne? Kommt ja irgendwann, wenn man dann doch ein bisschen müde wird. Heute ist Tag 2. Die Zeit ging heute Morgen unheimlich schnell rum. Wir haben ordentlich Besuch gehabt. Das Deutsche Rote Kreuz war da und die Bundeswehr war da und die Brötchen von Petra kamen. Und eben haben wir Besuch aus Husum gekriegt. Ralf und Regina, die haben uns eine Torte vorbeigebracht. Ich meine, wir werden hier bestens versorgt. Es bringt einen Riesenspaß. Ja, manchmal ist es eben echt so, dass man mal kurz einen Augenblick der Ruhe braucht. Darf gar nicht sagen. Carsten hat mich mal weggeschickt, er hat gesagt, leg dich mal eine Stunde hin. Er will mich eine Stunde nicht sehen. Bei ihm nochmal vorbei. Ab vom Hof. Muss ich jetzt eine Stunde hinlegen? Darf nichts mehr machen, weil er meint, aufgrund der Stundenzahl, die wir heute gerissen haben, heute bin ich ein bisschen breiig im Mittag. Das ist auch alles. Aber wahrscheinlich hat er recht. Ich hau mich in den Stuhl. Bis morgen diskutiert. Ja. Hier ist Carsten. Nicht? Also mir geht das, sage ich mal ganz ehrlich, super. Ich frage mich jetzt am zweiten Tag schon, wieso ich eigentlich all die Jahre beim Radio vergeudet habe, wo ich eigentlich von Herzen, wie festgestellt habe, Landwirt bin und wo ich auch so eine gewisse Geschicklichkeit für diesen Beruf irgendwie an den Tag lege. Viele sagen ja immer, Herr Köthe, ne? So hat er nicht drauf, so mit zwei linke Hände und so, sagt meine Frau mir, das ist Quatsch. Ich bin hochtalentiert, bin Trecker gefahren jetzt schon, hab mit den Bullen, bin ich hier so, bin ich ganz dicke Tinte. Nicht? Also möglicherweise ist das eine neue Karriere, die ich vor mir habe.